Das ist eine mittlerweile sehr radikale, sehr rechtsradikale, rassistisch radikale Bewegung. Aber nicht jeder, der da mitläuft, ist ein radikaler Rassist. Zwei Jahre Pegida, wie steht es um die Bewegung? Man kann eindeutig eine Ermüdung feststellen. Die Teilnehmerzahlen der Demonstration sind ja deutlich runtergegangen. Aber es gibt weiterhin regelmäßig Aufmärsche in Dresden mit mehreren tausend Teilnehmerinnen. Das ist schon bemerkenswert und bekommt kaum eine andere soziale Bewegung hin. Und tatsächlich, ich sehe bei Pegida und rundherum Ansätze einer sozialen Bewegung, die es geschafft hat, sich dauerhaft zu etablieren, zumindest in Dresden und Umgebung. Ein bundesweites Phänomen ist es sicherlich nicht mehr. Auch in den Medien wird ja weniger über Pegida berichtet. Ist der große Hype also einfach vorbei? Sicherlich gab es einen Medienhype. Ich habe mich damals auch gewundert, vor einem Jahr ungefähr, wie groß die Demonstrationen in den Medien waren. Klar, der Hype ist vorbei. Es gab auch eine Entzauberung von Pegida. Die Führungskräfte haben sich ja ordentlich zerstritten. Es gibt eine Zersplitterung, mehrere Versuche, Alternativen zu machen. Der Hype ist vorbei, aber das Phänomen ist weiterhin da und sollte weiterhin ernst genommen werden. Der Hype ist vorbei. Würden Sie damit auch sagen, dass sich die Bewegung entradikalisiert hat oder genau das Gegenteil eingetreten ist, sich eher radikalisiert hat? Ich sehe in der Tat das Gegenteil, dass sie sich mehr radikalisiert hat. Sie hat sich verrannt in ihr Bild von Wirklichkeit. Man kommt, das sieht man ja dann auch als Zuschauer öfter, wenn Journalisten die Originaltöne der Interviewversuche am Rande der Demonstrationen ausstrahlen. Man kommt an die typischen Teilnehmer der Pegida-Demo wirklich argumentativ nicht mehr ran. Sie werden eher noch handgreiflicher. Natürlich sind sie selber frustriert, dass sie nichts erreichen. Man hat das ein bisschen gesehen am 3. Oktober am Rande der Einheitsfeierlichkeiten, wo es ja wirklich ein dermaßen raues, unzivilisiertes, also alles andere als die Werte des Abendlandes verkörperndes Auftreten von Pegida dort gegeben hat. Also da hat man gesehen, das ist eine mittlerweile sehr radikale, sehr rechtsradikale, rassistisch radikale Bewegung. Aber nicht jeder, der da mitläuft, ist ein radikaler Rassist. Es bündelt sich dort eine breite Unzufriedenheit mit Demokratie, mit Institutionen des Staates, mit Öffentlichkeit, man fühlt sich nicht wahrgenommen und nicht ernst genommen. Würden Sie sagen, dass im Osten von Deutschland rechtsextreme Positionen wieder salonfähig sind, akzeptiert sind? Ach, das sind sie schon lange. Nicht in der ganzen Gesellschaft. Also auch das muss man wahrnehmen. Es gibt im Osten heute mehr Leute als vor 10 Jahren, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Das ist ein Fortschritt. Aber das zeigen alle sozialwissenschaftlichen Erhebungen, die rechtsextremen Einstellungen oder Elemente rechtsextremer Einstellungen, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Hoffnung auf einen autoritären Führerstaat, also Ablehnung von demokratischen Strukturen oder auch sowas wie Sexismus, also die Rolle der Frau und die Rolle des Mannes traditionell. Das ist im Osten weiter verbreitet und höher als im Westen, diese rechtsextremen Einstellungen. Aber es gibt sie auch im Westen. Man darf das Problem nicht auf den Osten isolieren. Sie sind ja Experte für Rechtsextremismus. Wie viele Rechtsextreme gibt es denn eigentlich bei Pegida? Ich kann ja natürlich keine Zahl sagen. Nach meiner Wahrnehmung sicherlich die Hälfte. Man sieht es an den Transparenten, man sieht es an den Plakaten, man sieht es an den Gesprächen, die dann da am Rande geführt werden. Da gibt es eine tief sitzende Ablehnung nicht nur allen Fremdes, sondern tatsächlich eine, und das ist ja das Merkmal von rechtsextremistischem Rassismus, eine Zuschreibung von Eigenschaften auf biologischer Basis. Da wird gesagt, die Ausländer, die Muslime sind so und so, als sei das eine homogene Masse. Es gibt diese Zustimmung zum Führerstaat, die Ablehnung von Demokratie. Alles das sind klassische rechtsextreme Einstellungsmuster, die man bei, wie gesagt, ungefähr der Hälfte der Pegida-Leute sicherlich findet. Die AfD gewinnt ja gerade mit Islamophobie viele Wählerstimmen und das sehr erfolgreich. Wie ist denn eigentlich das Verhältnis von Pegida und AfD? Es gibt kein einheitliches Verhältnis. Es gibt Leute bei der AfD, die sagen, wir sind eine Pegida-Partei.
die sich explizit als parlamentarischen Arm von Pegida verstehen und verstehen wollen. Es gibt andere Teile der Partei, die das nicht wollen, die ganz klar sehen, dass das fürs Image der AfD nicht gut ist mit dieser, ja, sehr rabiaten, sehr radikalen und im ganzen Auftreten her abstoßenden Massenbewegungen identifiziert zu werden. Also da schwankt es. Es hilft natürlich, oder diese Mobilisierung, der Aufstieg von Pegida in den letzten 2 Jahren hat dem Aufstieg der AfD geholfen. Aber zu eng assoziiert werden will die AfD mit Pegida natürlich nicht. In Deutschland verzeichnen wir derzeit eine deutliche Zunahme von rechtsextremen Straftaten, mitunter sogar in Form von Bombenanschlägen wie in Dresden auf eine Moschee. Haben Sie Angst um die Bundesrepublik? Das kommt darauf an, wie man Angst definiert. Wesentliche Teile der Bevölkerung müssen Angst haben um ihr Leib und ihr Leben. Ich würde aber nicht sagen, dass der Bestand der Bundesrepublik Deutschland bedroht ist. Das natürlich nicht. Wir haben über 80 Millionen Einwohner und funktionierende staatliche Strukturen, wo man sich manchmal schon fragt, ob Polizei, Justiz und Geheimdienste genug und aufmerksam genug gegen Rechtsextremismus aktiv sind und da wirklich genau genug hinschauen. Aber das wäre jetzt, damit würde man den Rechtspopulisten auf den Leim gehen, wenn man glauben würde, dieses System, wie Sie es ja nennen, stünde kurz vor dem Untergang. Sie bringen die Republik ins Wanken und Angela Merkel würden sie stürzen. Das ist Quatsch. Nein, nein, so weit ist es nicht. Thank you.